Dein Flop. Nein, lass an, lass laufen. Was geht ab, Leute? Wir sind hier bei Flop, dein Medienvlog für dich. Erste Ausgabe heute. Mein Name ist Pepe. Monturi. Monturi, eigentlich Giuseppe, aber eigentlich Pepe. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache gerade. Ja. Nein, wir arbeiten bei der Firma Werbegurus. Das ist da oben, das sieht man jetzt aber nicht. Mein Job ist es, Mediengestalter zu sein und Videograf. Und das sind meine netten Kollegen. Ja, hi Leute, ich bin Dustin und arbeite auch hier bei den Werbegurus. Logischerweise natürlich. Ja, echt außergewöhnlich hier. Also ich kümmere mich um die Webseiten hier, um Printmedien. Also wenn ihr irgendwas umgesetzt haben wollt, wie Flyer, Visitenkarten, Filmplakate oder wenn es im Webdesign-Bereich geht. Also wir arbeiten mit, oder ich arbeite mit WordPress und vor allem Heil Divi, mit dem Divi-Themen, sogenannten Divi-Themen. Und damit lassen sich so viele Dinge umsetzen, also da sind gar keine Grenzen mehr gesetzt und Leute, ihr habt das alles gesehen. Ne? Also was da heutzutage möglich ist, fuck auf Standard, schon kann krass. Ich nur sagen. Das ist schon krass, ey. Schon ja. Echt krass. Aber was das alles im Detail bedeutet, das werden wir natürlich dann in unseren zukünftigen Videos zeigen. Und ja, Marcello, was machst du hier überhaupt? Ja, ich bin der Marcello, ich bin auch Mediengestalter, Videograf. Und schneide und produziere mit dem Pepe die Filme. Und schneidest du? So. Ja, natürlich, so. So mit Schere? Ja klar, mir meine Mutter beigebracht. Okay, mit dem klar. Knoblauch, ne? Ja, sicher. Und wir schneiden Filme und wir zeigen euch in den Tutorials, wie man, ich sag mal, vom Schnitt bis zu Effekten, ja. Visual Effects. Visual Effects. Uff. So wie man das umsetzt in kleinen Schritten, dass ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie wir arbeiten, weil ich sag mal, wir arbeiten total verrückt. Wir machen 2D aus 3D, ja. Homepage, animieren wir. Wir sind ja sowas von crazy, also ja. Wenn, gib mir irgendein Standard-Template, ja, ich rede das erstmal schlecht, stopp. Weil was? Einmal sprechen. Oh. Alles klar. Okay, weiter. Nee, also. Hatte ich halt, glaube ich, Instagram-Nachricht reingekriegt. Ja, okay. Was haben wir denn da? Oh, Fläumchen, ey. Das heißt, ja, erstmal Kaffee trinken. Muss man erstmal drauf reagieren. Ja. Dann seid ihr bei uns jetzt an der richtigen Adresse, wenn es um was richtiges Außergewöhnliches geht. Ich rede hier nicht nur einfach so von Hintergrundvideos, das ist ja auch mittlerweile Mainstream, mehr oder weniger. Aber bewegte Grafiken, das ist ein Trend, der immer weiter aufkommt. Ne? Und das kann man überall einbauen. Denken wir mal an irgendeine Firma, Grünplanung, Landschaftsbau. Warum sollen wir da nicht einfach mal so einen animierten Baum einfügen, der da in der Wand webt? Ja, zum Beispiel. Weihnachtsbaum, ja. Mit Kugeln, die leuchten. Ja, genau, die damit so, die so richtig schön leuchten. Richtig schön. Ne? So die ganze aber, genau. Aber ich glaube, das zeigen wir euch. Unter anderem auch. Ja. Und wir werden euch das zeigen, wie man, ich sag mal, Sachen zum Leuchten bringt, zum Explodieren bringt, aber auch, wie man einen Schnitt ganz mit Gefühl angeht, aber auch verrückt macht. Und der Bucher zeigt jetzt, wie man das in der Website integriert. Genau. Ne? Und wir zeigen euch über euer Logo, wenn ihr natürlich Firmen seid, die ein Logo haben, wie man das zum Tanzen bringt. Genau, Freunde, also immer montags und freitags gibt es neue Folgen von uns, wo wir euch zeigen, was wir hier so machen und wo ihr es selber auch zu Hause nachmachen könnt. Montags immer mit dem Dustin und freitags immer mit mir und Marcello. Wir haben uns sogar einen Namen ausgedacht. Pecello, so richtig cool. Oh, richtig nice. Und ja, auf jeden Fall, wir werden euch mitnehmen, wir werden euch viele verrückte Dinge zeigen, wie ihr was im Final Cut machen könnt, wie ihr was im After Effects machen könnt, was wir alles in unsere Kameratasche einpacken, wie wir die Kameras einstellen und wie man richtig filmt, geplante Übergänge wirklich auch umsetzt und all so ein Scheiß, sag ich einfach mal. Ne? Also seid auf jeden Fall gespannt darauf. Ja. Jungs, ja. Eine coole Sache. Da kann ich schon mal sagen, das wird groß. Also, ich bin ne, groß. Ja, du bist noch größer als ich. Ja, also du darfst doch nicht reden. Du bist in der Kamera. Was ist los mit dir? Also, gibt's nicht. Pepe, wir haben noch eine Sache vergessen. Welche? Das Wichtigste. Was denn? Oh. Wir filmen in Logprofil. Das möchten wir euch auch zeigen. Das heißt, genau. Wie man halt einen Filmlook erstellt. Ne? Genau, was wir nachher im Color Grading auch ja. Dann damit alles anstellen können und. Transformers-Look. Transformers. Was gibt's noch? Matrix. Matrix, ja, Matrix. Ja. Matrix, auch geiler Look gewesen. Wir zeigen euch, wie das geht. Ist ganz einfach. Man braucht nur ein Handy. Also so eins. Ja, so eins. Ja, man braucht kein Licht.
iPhone XS Max. Was die Handys heute alles an Qualität schon mitliefern. Genau. Das ist also und der Bucher, der knallt das auf der Homepage drauf. Ja, du alter andere. Programmierer. Zeige euch, wie ihr vernünftige Sachen mit dem Handy machen könnt, mit ganz wenig Geld auch. Und dass es alles wirklich sehr, sehr professionell aussieht. Also, ihr werdet eine Menge lernen. Amerika ist da natürlich so der Vorreiter in Sachen Innovation. Und die trauen sich einfach was. Und wir hier in Deutschland, wir sind so ziemlich verbissen und altmodisch noch so, wenn man das auch mal so vergleicht. Ne? So ja, Marktanalyse betreibt. Ne? Ja. Und wir achten schon auf Trends, die Zukunft haben, die zeitlos aussehen. Also sag doch, dass wir aus Amerika die Sachen einfach klauen und machen die einfach besser. Wir machen die einfach besser, ja. Wie ein Polo. Ja. Auf jeden Fall da so sind aus, viele Freunde. Kilometer dazwischen. Da muss man schon einen langen Arm haben. Und falls ihr Bock darauf habt und sagt, ey, wir wollen uns weiterentwickeln, abonniert diesen Kanal. Und auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, welche Themen euch interessieren, damit wir euch auch wirklich gezielt weiterhelfen können und damit ihr auch wirklich auch was davon habt. Inspirationen sind immer gut. Richtig. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder euch das nicht gefällt, einfach unten drunter schreiben. Wir freuen uns wirklich über jede Kritik, positiv, aber auch negative Kritiken. Also, oder was sagt der Buchhalt? Siehst müde aus. Hat das bei dir auch gebrannt? Ach, nee. Ich war die ganze Nacht unterwegs und ich habe dann mit, was hast du da erlebt? Was war das? Ja, meine Schwiegermutter hat angerufen. Und deine Schwiegermutter? Ja, in der Nacht und hat gesagt, die Garagen brennen. Und dann habe ich erstmal gefragt, warum sie die Feuerwehr nicht zuerst anruft. Also ich habe nicht geschlafen, Nina. Also ich habe gut geschlafen, Freunde. Ja, sieht man. So. Na komm. Um das mal anzumerken, wir machen auch coole Plakate. Unter anderem, ja. Also so Filmplakate, so Kinolook. Also alles, was ihr in der Mediengestaltung braucht, nachher, ob es Ton, ob es Print, ob es Video, ob es whatever ist. Auf jeden Fall, ihr werdet bei uns sehr, sehr viel Stoff finden, den ihr verwenden könnt, definitiv. Ne, Jungs? Ja. Also, wie gesagt, Kanal abonnieren. Ich glaube, da oder da, ich weiß es nicht. Ich meine, das war unten rechts. Oder mal, unten wenn wir rechts. Wir müssen da auch noch spiegeln. Ja, ist scheißegal. Da oder da, irgendwo. Wer schneidet das denn? Wer schneidet da noch? Müssen wir mal fragen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, abonniert den Kanal. Schreibt eure Themen, die ihr haben wollt. Schreibt die unten rein. Gar kein Problem. Das ist unser verrückter Chef, der Herr Greker, der ist auch am Stissel. Und ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, schreibt eure Themen, die wir auch für euch bearbeiten sollen, unten rein. Ab dem 1.7. geht die ganze Chose los mit dem Herrn Buchert. Und dann geht's ans Programmieren, oder? Ja, HTML, CSS ist natürlich auch dabei. Heil Divi. Heil Divi. Und auf jeden Fall bleibt am Ball. Und wir sehen uns dann spätestens in unseren nächsten Videos. Richtig. Haut rein. Was geht ab, Freunde? Auf jeden Fall entschuldigen wir uns nicht dafür, für diese ganzen Wackler gerade im Bild, nur weil wir immer auf den Tisch hauen. Ja, auf jeden Fall, es tut uns nicht leid. Ne, Jungs? Nee. Das muss so sein, ne? Ja, das wackelt. So, ich geh Kaffee trinken. Jalla, halb, ciao. Ja, Kaffee wäre gut. Bringt mir irgendjemand noch einen mit? Hallo? Nein! Kommt schon! Also. Das nehme ich hier einfach rein, also das ist echt dreist. Buchert, räumst du hier auf?